Liebe Radl- und Outdoor-Freunde, mein Name ist Norbert vom Kanal Norbert and Tour-Radl and More. Ich möchte heute mal eine Zwischenbilanz ziehen nach 5 YouTube-Videos, möchte auch mal Ausblicke geben, wo die Reise hingeht in der nächsten Zeit, welche Probleme ich bei den Erstellung von den Filmen hatte und mal so ein bisschen um dieses Thema rum näher eingehen. Wenn ihr Lust habt, schaut euch das Video an. Bis dann. Servus. Ich wollte ein Urlaubsradelvideo erstellen, mehr für den privaten Gebrauch. Und irgendwann kam die Frage auf, jetzt hast du so viel Energie reingesteckt, so viel Zeit reingesteckt, willst du das nicht einfach auch mal auf YouTube präsentieren? Ja, und da fingen schon so ein wenig die Probleme an. Im privaten Bereich kann ich machen, was ich will, von der rechtlichen Seite. Wenn ich sowas auf YouTube stellen möchte, das wisst ihr ja zum Teil selber, habe ich rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Und damit war ich in der Spirale der Influencer gefangen. Inspiriert wurde ich von einem Kanal. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war seinerseits im Sauerland mit Zelt und Radl unterwegs. Ich hatte schon so 2, 3 Touren gemacht, so aus dem Gedächtnis heraus. Das heißt, ich war früher in dieser Region öfters unterwegs. Und es war eine Zeit, wo das Wetter nicht ganz so stabil war. Und ich überlegte mir, ja, was für Wege, was für Möglichkeiten zum Fahren möge es wohl da geben. Und ich versuchte im Internet zu recherchieren. Und bin dann auf einen Kanal gestoßen, der hieß Lars Radelt. Lars, kennt ihr vielleicht selber, ist jemand, der im südlichen Ruhrgebietsraum, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Verkehrtes, wohl aus dem Raum Solingen kommt und hat wohl für sich das Radeln entdeckt und fährt dann einige Strecken nach, sucht sich Wege, macht kleine Präsentationen. Strich, für mich bedeutet es, ich bin auf den Sauerland-Radweg gekommen, es war eine herrliche Tour und habe dann auch so ein bisschen den Kanal, ja, ich muss sagen, mit einem Auge verfolgt. Zusammenfassend kann man sagen an der Stelle, ja, der Kanal Lars Radelt hat mich wohl da geprägt. Meine Erfahrung bei den ersten Videos, beziehungsweise meine Erfahrung jetzt nach 5 Videos, 5 Videos sind ja nicht wirklich eine Zahl, wo man sagen muss, ja, jetzt hast du schon richtig was auf die Beine gestellt. Aber ich muss sagen, die Zeit hat mich schon ein wenig geprägt. Wie fing ich an? Eigentlich kein Video, ja, Bearbeitungssoftware. Ich habe mir die Kameras zusammengesucht, die ja hier irgendwo rumlagen. Eine GoPro 4, eine Sony Cyber, alles irgendwo so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich hatte kein Microsoft-Konto, ich hatte, ja, wie gesagt, keine Software. Ich wusste nicht, wie man schneidet. Ich kannte die ganzen Problematiken nicht, wie Ton beim Radlfahren, wie Belichtung. Ich muss auch jetzt noch sagen, ich bin auf dem Weg, wo ich mir das alles aneignen muss. Jeden Tag habe ich neue Probleme. Allerdings, direkt zu Beginn habe ich irgendwo auf YouTube gelesen, dass man nicht in Problemen denken sollte, sondern eher in die Richtung denken sollte, das als Herausforderung zu sehen. Und so habe ich das auch für mich interpretiert. Ich kann mich noch ganz genau an mein zweites Video erinnern, welches ich gemacht habe. Eine runde Kapelle.
Ich glaube, die Tour bin ich dreimal abgefahren. Das Ganze war so in einer Zeit, wo es noch recht frisch draußen war, etwa 4 Grad. Und ja, ich schalte die GoPro immer ein und aus. Und es geht halt eben nicht mit Handschuhe. Und dann bin ich, wie gesagt, bei 4 Grad ohne Handschuhe gefahren. Und in den Zwischenpassagen habe ich es nochmal angezogen, die Handschuhe. Was ich sagen will, irgendwann war auf der Tour ein Handschuh weg. Ich bin dann wieder zurückgefahren und hatte so einen kleinen Umweg von 10 Kilometer. Glücklicherweise habe ich den Handschuh auch wieder gefunden und habe mir dann schon überlegt, ja, eigentlich kannst du die Tour umbenennen. Nicht mehr eine Runde Kapelle, sondern eine Runde, ich suche meinen Handschuh. Gut, alles wieder gefunden. Das Video halt nicht fertiggestellt und musste halt nochmal die Chance nutzen, nochmal an einem anderen Tag die Tour zu fahren. Eine weitere Herausforderung, die ich bis dato gar nicht so gekannt habe, war das Reden beim Radlfahren. Ja, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist oder war und der Puls ging rauf, hat man irgendwann mal aufgehört zu reden. Auf dem Kanal bei YouTube funktioniert es nicht wirklich. Der Puls geht rauf und man muss einfach weiterreden. Und man hat dann so, ja, das Gefühl, man unterdrückt den Puls. Der Puls steigt dann eher noch mehr. Und da muss ich noch geeignete Möglichkeiten, Strategien finden. Vielleicht muss ich auch nur einfach mehr trainiert oder mehr trainiert sein oder langsamer fahren. Ursprünglich wollte ich meinen Kanal Radl and More nennen. Ich habe mich dann doch entschlossen, einen zweiten Namen zu erfinden, Norbert and Tour. Das Ganze habe ich folgendermaßen zusammengesetzt: Norbert and Tour, Radl and More. Aus folgendem Grund: Radl and More. Dieses Radl at More fand ich ein wenig zu kompliziert. Wenn man den Kanal suchen wollte, möchte und denke, Norbert and Tour ist greifbarer, leichter zu finden. Auf dem Kanal Norbert and Tour, Radl and More, der soll sich natürlich hauptsächlich mit dem Radl beschäftigen, so wie der Name schon sagt. Allerdings möchte ich mir die Freiheiten offen lassen, auch mal andere Themen anzuschneiden, die mich interessieren, die ich auch mal zeigen möchte, wie das Tourenrodeln, wo ich schon mal ein Video gemacht habe, oder aber auch ein Regentraining bei mir im Keller. Welche Themen ich mit reinnehmen werde, womit ich mich auch beschäftigen möchte, ich weiß es nicht. Da möchte ich auch, ja, möchte ich mich auch von mir selber so ein bisschen überraschen lassen. Ich bin da selber ein wenig gespannt. Hauptthema, wie gesagt, wird das Radlfahren sein. Einmal hier in der heimischen Region Oberbayern, im Gebiet Werdenfelser Land, Tölzer Land, Garmisch, die Ecke, Wettersteingebirge, Karwendelgebirge, aber auch Reisen, die innerhalb von Deutschland stattfinden oder auch hier Skandinavien, welches ich im Juni geplant habe, wo ich auch Videos machen möchte. So könnte ich es mir vorstellen. Mein persönliches Fazit nach 5 Videos: Es kommen immer wieder neue Herausforderungen, wie jetzt gerade auch. Jetzt sehe ich, meine Hände werfen auf meinen Körper Schatten. Kann ich jetzt momentan nicht so schnell reagieren, werde ich jetzt einfach auch mal akzeptieren müssen. Ich muss sagen, die ersten 5 Videos haben richtig Spaß gemacht. Jedes Mal zwar andere Herausforderungen, jedes Mal aber auch Lösungen. Man lernt auch mal mit Problemen umzugehen, Strich zu managen, sie auch einfach mal zu akzeptieren.
Ich werde weitere Videos machen. Ich denke, Schweden, Skandinavien wird eine Herausforderung werden. Freue mich schon auf diese Zeltübernachtungen dort oben. Wie gesagt, mein Fazit positiv. Ich würde mich allerdings freuen auf Rückmeldungen, mal ein Kommentar, gut, nicht gut oder auch mal Daumen nach oben und natürlich auf einen Follower, weil davon leben wir in Form von der Anerkennung, die uns andere Menschen entgegenbringen. Ich bedanke mich auch mal für die ehrlichen Worte. Ärgert euch nicht so über die Schatten, die manchmal auf einen fallen. Und freue mich auf die nächsten Touren mit euch zusammen. Bis dahin, Norbert Antur, Radl & Mor. Servus, bis dann.